Es ist endlich soweit. Der PR-Manager von Bethesda, Pete Hines, bricht sein Schweigen. Und das ist ziemlich beeindruckend, denn bisher durfte nur Todd Howard, der Game Director von Bethesda, über Starfield sprechen. Nun geht es wirklich in die finale Runde, wenn es um den Release von Starfield geht. Und es gibt ein exklusives Interview, was auf der Gamescom 2023 geführt worden ist mit Pete Hines. Und da schauen wir mal gerade rein, denn es gibt unglaublich spannende Neuigkeiten zu Starfield. Fangen wir doch gleich zu Beginn an mit einer kleinen Anekdote oder einer Geschichte am Rande. Ich finde, die Gamescom war in den letzten Jahren immer sehr langweilig, auch schon vor der Corona-Pandemie. Doch jetzt mit Starfield scheint das Ganze echt wieder ein bisschen aufregender gewesen zu sein. Sowas hat es lange nicht mehr gegeben und auch, dass der PR-Chef von Bethesda, Pete Hines, sich meldet in einem Interview, nun, das war echt in den letzten Jahren eher rar gesät. Bethesda hat sich ja immer eher etwas zurückgehalten, was die öffentliche Kommunikation angeht und nun öffnet man sich hier wirklich. Das finde ich die richtige Entscheidung. Inwiefern natürlich die Aussagen auch glaubwürdig und echt sind. Und ich sag mal so, Pete Hines sagt ja einige Dinge, die definitiv sehr gut hinhauen. Fangen wir mit dem ersten Punkt, und zwar sagt er aus, dass das Spiel erst so richtig spannend wird nach der Hauptquest. Damit ist ausdrücklich nicht gemeint, dass die Hauptquest irgendwie langweilig wäre, um Gottes Willen. Nein, vielmehr macht Pete Hines darauf aufmerksam, dass das Spiel auch über die Hauptquest hinaus sehr viel zu bieten hat. Das ist eher wenig verwunderlich, denn Bethesda-Spiele sind ja dafür bekannt, zahlreiche Nebenquests zu haben, die auch unterschiedliche Enden besitzen. Passend dazu erwähnt Pete Hines, dass die Hauptquest von Starfield auch seine Lieblingshauptquest in einem Bethesda-Spiel ist. Und ich persönlich kann das bestätigen, denn es gab auf 4chan einen Leak zu der Hauptquest von Starfield. Und keine Sorge, ich werde jetzt nichts zu diesem Leak sagen und nichts spoilern, aber selbstverständlich habe ich mich für euch geopfert und diesen Leak komplett einmal durchgelesen, um zu sehen, was da auf uns zukommt. Naja, so aufopferungsvoll war das jetzt auch wieder nicht. Ich habe da jetzt nicht so einen Schiss vor Spoilern. Ich bin da nicht so empfänglich für. Mir macht es dann trotzdem noch Spaß, das Spiel zu zocken. Aber was ich da gelesen habe in diesem Leak, klingt nach einer sehr guten Story. Und sollte das Ganze fake sein? Nun, dann sollte auf jeden Fall Bethesda den Leaker als Storywriter einstellen. Übrigens, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, wird Pete Hines einen New Game Plus Modus ansprechen. Der besagte Story Leaker hat genau diesen Plus Modus vorausgesagt. Beziehungsweise er hat davon gewusst, deswegen glaube ich auch, dass der Story Leak stimmt. Demnach wird die Story sehr abwechslungsreich werden und unglaublich viele coole Twists bieten. Mehr will ich dazu nicht sagen. Wir machen hier weiter mit dem nächsten Punkt und wie Todd Howard bestätigt auch nochmal Pete Hines, dass er auf ein feindliches Schiff gelangt ist, beziehungsweise es versucht hat zu entern und das Schiff dann abgehoben ist und er auf einmal im Weltraum war. Wenn das wirklich stimmen sollte, und das sagen jetzt schon zwei Leute, dann ist das wirklich ein mega cooles Feature und zeigt, wie unglaublich gut die Sandbox von Starfield ist. Und die größte Frage, die ich hier habe, ist, ob ich mich heimlich auf so ein Raumschiff schleichen kann, um dann später Stealth-like alle Mitglieder des Schiffes umzubringen. Ich habe persönlich den Verdacht, dass genau das Starfield liefern wird. Was Starfield auch besitzen wird, ist mehrere Points of Interest, Orte, die für uns Spieler von Interesse sind. Und genau bei diesem Punkt hat sich bisher Bethesda etwas zurückgehalten, aber Pete Hines verrät dazu auch etwas. So kann man beispielsweise auf Planeten Farmer finden und diese Farmer betreiben dann tatsächlich Handel mit anderen Planeten, indem sie ihre Ressourcen abbauen. Ein solches Wirtschaftssystem war ursprünglich auch schon einmal in Skyrim geplant. Man hat sowas letztlich gestrichen, weil wenn man alle NPCs in einem Dorf umbringt, was halt irgendwie für die Holzproduktion verantwortlich ist und die Lieferketten in Schwanken kommen, nun dann ist das ja auch wiederum für den Spieler blöd, wenn er halt dementsprechende Items nicht einkaufen kann. Aber in Starfield gibt es halt 1000 Planeten und da wird es etwas komplizierter, ein solches Wirtschaftssystem als Spieler kaputt zu machen. Bitte jetzt nicht überhypen. Das ist nicht offiziell angekündigt, wir haben nur genau diese konkrete Aussage von Pete Hines, aber ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Wie ich bereits ausgeführt habe, gab es dieses System bereits in Skyrim und wurde nur deswegen entfernt, weil es halt die komplette Wirtschaft des Spiels zerstört hätte. Wenn ich aber mich dafür entscheide, in Starfield ein Dorf komplett auszurotten, dann gibt es wahrscheinlich noch tausende von anderen Dörfern auf einem Planeten oder auf mehreren Planeten. Das Ganze wäre nicht ganz so dramatisch. Das könnte sein, und ich sag das nochmal, überhypt jetzt diesen Punkt nicht. Pete Hines sagt auch nochmal etwas zu den Begleitern, was eigentlich schon seit längerer Zeit bekannt ist, und zwar können wir diese auch verärgern, wenn wir beispielsweise böse Dinge tun. Das gilt dann natürlich auch
für die vier Romanzen, die wir in Starfield anfangen können. Eine ziemlich coole Mechanik, die bereits mit der Total Conversion Enderal für Skyrim umgesetzt worden ist. Hier gibt es nämlich deutlich komplexere Begleiter als in Fallout oder halt in Skyrim und auch diese können halt emotional auf unsere Entscheidungen reagieren. Bereits hier zeigt eigentlich, was die Creation Engine alles Unglaubliches kann und mit Starfield wurde das Ganze ja noch weiter geupgradet. Kommen wir nun zu einem mir sehr wichtigen Punkt und der betrifft die Städte und Siedlungen. Die großen Städte des Spiels haben wir ja bereits gesehen. So haben wir ja zum Beispiel New Atlantis oder Neon. Aber was ist mit kleineren Siedlungen? In dem Interview wird bestätigt, dass es halt auf dem Planeten mehrere kleinere Siedlungen bzw. Dörfer auch geben soll. Diese befinden sich logischerweise außerhalb der großen Städte und haben halt auch eigene Quests und eigene NPCs. Und ich stelle mir das wirklich ziemlich cool vor, wenn man richtig lange auf so einem Planeten unterwegs ist und dann irgendwann endlich ein Dorf kommt. Das trägt auf jeden Fall zu einer großen Immersion bei. Gerade wenn man lange unterwegs war und dann schließlich auf ein solches Dorf trifft, um dann Handel zu treiben oder halt neue Ausrüstungsgegenstände zu erwerben. Dann erwähnt Pete Hines, dass Starfield ein New Game Plus besitzen wird. Doch er kann hier nicht zu viel verraten, weil das Ganze mit der Hauptgeschichte verknüpft ist. Und das ist eine mega spannende Aussage, denn der Story Leak, von dem ich anfangs gesprochen habe, geht ja einerseits auf dieses New Game Plus ein, aber sagt halt auch, dass die Hauptstory von Starfield erst der Auftakt zu einer viel größeren Story ist. Und inzwischen ist dieser Leak ja nicht der einzige, es gibt da auch noch andere Leute, die sich auf 4chan zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, hey, nach der eigentlichen Hauptstory von Starfield kommt noch mit zukünftigen DLC weitaus mehr. Dabei ist trotzdem die eigentliche Hauptstory von Starfield in sich vernünftig geschlossen. Das passt alles auch perfekt damit zusammen, was Todd Howard bisher gesagt hat, dass man das Spiel länger unterstützen will und mehrere DLCs herausbringen möchte. Das erste ist ja bereits angekündigt und kann mit der Premium Edition gekauft werden. Machen wir weiter mit einer ziemlich spannenden Frage, und zwar, ob wir vom Planet zu Planet fliegen können. Wir wissen bereits, dass es keinen nahtlosen Atmosphärenflug gibt. Wir wählen also den Planeten aus und das Raumschiff landet an einem festen Spot. So wie es aussieht, können wir auch das Raumschiff nicht als Flugzeug quasi nutzen, um auf dem Planeten selbst zu fliegen. Es wurde bereits erstes Gameplay-Material geleakt und auch hier spoilere ich wieder nichts und es gab die Sorge, hey, dass das vielleicht nicht so cool ist, aber von dem, was ich gesehen habe, macht das wirklich Spaß. Auf dem Planeten selbst ist man mit dem Jetpack bzw. zu Fuß unterwegs und da war halt auch Bethesda schon immer ziemlich stark drin, gute Open Worlds zu bauen, wo man halt zu Fuß unterwegs ist und dann steigt man in sein Raumschiff, es gibt eine Sequenz, wo halt das Raumschiff startet, es kommt ein ganz minimaler kurzer Ladebildschirm, der wahrscheinlich auch durch die Kameraperspektive kaschiert wird und dann sind wir im Weltraum. Nun ist die entscheidende Frage, ob wir direkt von einem Planeten im Weltraum zum anderen reisen können oder ob es hier wieder einen Ladebildschirm gibt. Pete Hines zuckt hier nur mit den Schultern und sagt, dass er es selber nicht wirklich ausprobiert hat, denn er benutzt hier immer den Gravitationsantrieb, um schneller halt bei dem Planeten zu sein, was halt nur wenige Sekunden dauert. Und dank einiger Leaks von 4chan wissen wir auch nun, dass es angeblich schon möglich sein soll, nur halt sehr lange dauern wird. Demnach gibt es die einzelnen Planeten und halt das offene Universum bzw. die Planetensysteme. Übrigens hat auch Pete Hines am Rande in einem Tweet auf X erwähnt, dass man tatsächlich die gesamten Planeten erkunden kann. Lange Zeit war hier die Frage, ob es nur ein begrenztes Areal gibt und nein, das soll nicht so sein, das war ursprünglich meine Vermutung, man soll wirklich den ganzen Planeten erkunden dürfen. Hiervon sprechen auch einige Leaks, die gesagt haben, man kann definitiv sehr, sehr weit gehen. Das Tolle ist, dass das auch immer spannend bleibt, weil immer neue Basen und Points of Interest spawnen und platziert werden von der Engine. Neben dem gibt es dann aber noch festgelegte Basen und Orte, die für alle Spieler am gleichen Ort sind. Und das ist mega aufregend, weil das bedeutet, dass halt auch erst in 5 Jahren Leute erst über etwas stolpern können, was Bethesda irgendwo platziert hat und bisher keiner gefunden hat. Und der nächste Punkt ist richtig spannend, aber bevor wir uns den anschauen, lass gerne kostenlos ein Abo da und klicke zudem auf Mitglied werden, wenn du keine News zu Starfield verpassen willst. Dieser Channel wird sich ausschließlich rund um Starfield drehen und in Zukunft dich mit Guides, Tipps und Tricks, News, aber auch den Hintergründen zu Starfield versorgen. Weiter geht's mit den verschiedenen Kombinationen von Waffen und hier kann man sehr viele Fähigkeiten, aber auch Modi miteinander kombinieren. Das Ganze ist unfassbar vielfältig und das haben wir ja auch schon bereits im Starfield Direct gesehen. Der gute Pete bestätigt das hier nochmal und sagt, dass er sich wie Iron Man gefühlt hat. Kommen wir jetzt zu einer ziemlich spannenden Sache, und zwar, dass es Kopfgeld geben wird. Wenn ihr Mist baut, dann wird Kopfgeld auf euch ausgesetzt und ihr werdet natürlich ab einem gewissen Punkt gejagt. Im Starfield Direct haben wir auch bereits gesehen, dass wir andere Schiffe boarden können, um sie einzunehmen. Hier wird es nochmal richtig spannend, denn Teile des Starfield Soundtracks wurden ebenfalls bereits geleakt und es gibt einen Track, der suggeriert, dass NPCs
unser Schiff boarden können. Also so wie in Krieg der Sterne, eine neue Hoffnung, Darth Vader das Diplomatenschiff von Prinzessin Leia einnimmt. Und das klingt für mich nur logisch, wenn wir das können, dann sollten das halt auch NPCs bei uns können, gerade wenn ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Damit werfen wir den Blick zum Hauptsitz der United Colonies, der Stadt New Atlantis. Hier soll es ein Museum geben, was uns die Lore des Spiels erklärt. Und wie cool ist das denn bitteschön? Wer einfach mehr über die Hintergründe von Starfield erfahren will, wie zum Beispiel den Koloniekrieg oder halt aber was mit der Erde passiert ist, der kann einfach ein Museum besuchen und dort halt eine Führung machen. Das ist natürlich eine ziemlich clevere Methode, um die Lore den Leuten näher zu bringen. Spannend ist auch die Frage nach den Kreaturen und Tieren und wie viele davon es in Starfield geben wird. Pete Hines sagt, dass es sehr viele geben wird und er keine Ahnung hat, wie viele es genau sind. Wir wissen, dass von 1000 Planeten in Starfield 100 Leben besitzen werden. Würde es auf jeden dieser Planeten drei unterschiedliche Tierarten geben, dann wären das bereits 300 Kreaturen und ehrlicherweise, drei Tiere sind ein bisschen wenig meiner Meinung nach, um einen Planeten glaubwürdig darzustellen, gut möglich, dass es hier also deutlich mehr sind. Besonders spannend ist auch die Frage nach der Spielzeit. Bisher wurde gesagt, dass die Hauptquest roundabout 15 bis 30 Stunden dauert, aber von den Leaks und den bisherigen Reviews, die so ein bisschen durchgesickert sind, habe ich was ganz anderes gehört, und zwar, dass das Spiel wirklich enorm ist. Pete Hines sagt, dass er 150 Stunden in Starfield verbracht hat und bei weitem noch nicht alles erlebt hat. Der Chef von Xbox, Phil Spencer, der sich auch am Rande der Gamescom zu Wort gemeldet hat, hat gesagt, dass er über 200 Spielstunden im Game verbracht hat. Allerdings hat er immer wieder mit neuen Charakteren angefangen, weil halt die Spielstände nicht mehr funktioniert haben, wenn sie die Builds geupdatet haben. Jetzt kommen wir aber meiner Meinung nach zu der absoluten Banger-Nachricht. Starfleet wird Mod-Support besitzen, das ist bereits bekannt, aber Pete Hines haut hier oben drauf und sagt, wir werden bereits zum Launch relativ zügig Mod-Support anbieten. Bereits einige Leute aus der Modding-Community von Skyrim haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass halt viele Sachen, die man früher über den Skyrim Script Extender, kurz SKSE, realisiert hat, bereits in Starfleet integriert sind, zumindest wenn man halt auf das Gameplay achtet. Dieser Script Extender ist extrem wichtig, um überhaupt gewisse Mods für den PC zum Laufen zu bringen. Und das große Problem war immer, dass dieser Extender nicht auf den Konsolen installiert werden konnte. Wenn hier ein Großteil der Funktionen bereits in Starfield integriert sind, bedeutet das halt auch, dass sehr viele Mods auch für die Konsolen funktionieren könnten. Passend dazu wurde für Starfield der Endnutzervertrag aktualisiert und hier ist auch die Rede von sogenannten Creation Credits. Schon lange geht das Gerücht um, dass Bethesda für Skyrim, Fallout 4, aber auch für Starfield eine Art Marketplace ins Leben rufen will für Mods. Demnach könnten Mod-Creator ihre Creation verkaufen auf diesem Marketplace und dafür Creation Credits erhalten. Ein solcher Marketplace wurde beispielsweise von Microsoft auch für Minecraft eingeführt. Und ja, ich finde das persönlich eine faire Sache, denn wenn Mod-Creator davon ihren Lebensunterhalt finanzieren können, Mods zu erstellen, dann profitieren wir ja alle davon. Im gleichen Zug wird halt aber auch erwähnt, dass wir in der Lage dazu sein werden, ganze Planeten mit den Tools von Bethesda zu erstellen. In der Vergangenheit gab es bei Mods immer Probleme, weil sie an den gleichen Stellen der Spielwelt etwas geändert haben. Nun kann man halt einfach ganze Planeten erstellen und damit wird das Problem von Mod-Konflikten in weiten Teilen obsolet. Es sieht ganz so aus, als ob Modding für Starfield wirklich kinderleicht wird. Wenn es kaum Mod-Konflikte gibt, dann muss man halt auch nicht Konflikte managen und wenn man keine Konflikte managen muss, dann braucht man auch nicht mehr wirklich einen Mod-Manager. Wenn es einen Marketplace gibt und Starfield soll ein Anywhere-Titel sein, dann kann ich theoretisch gesehen halt auch mit Mods auf meiner Konsole spielen, aber halt auch auf meinem PC und das Ganze wird nahtlos synchronisiert. Ihr merkt schon, es gibt hier extrem heftige Vorteile für ein solches System. Ebenfalls spannend sind natürlich die Zufallsquests. Dafür ist Bethesda bekannt, für Zufallsquests und Zufallsbegegnungen, die einfach generiert werden von der Engine. Und für Starfield sollte das ganze System ordentlich angehoben worden sein. So soll es sogenannte Mission Boards geben, wo wir Aufträge annehmen können. Und Pete Hines spricht hier auch von einer Quest, wo er zwei Leute zu einem anderen Planeten fliegen musste. Quasi eine Art Space Taxi. Und er hat diese Leute aber komplett vergessen und erst nach 5 Stunden bemerkt, dass sie bei ihm noch im Raumschiff herumhocken. Auch soll es Aufträge geben, wo wir tatsächlich auf fernen Planeten oder Monden Basen bauen müssen. Das passt ein Stück weit zusammen mit meiner Theorie von dem Wirtschaftssystem. Denn warum sonst sollte man einen Auftrag erhalten, eine Basis zu errichten, wenn nicht um Ressourcen zu farmen und halt quasi die Wirtschaft zu fördern? Neben dem soll es in Starfield richtig viele Easter Eggs geben. Ich hoffe, es wird was zu den Dwemern geben. Und es soll halt wahrscheinlich, das sagt er, er glaubt es, er weiß es nicht sicher, kein Level Gap geben. Damit kommen wir zu einem der interessantesten Punkte.
Und zwar, wie sich das Spiel auf dem PC spielt. Und er sagt, dass die Leute, die das gezockt haben und getestet haben, eine sehr überwältigende Performance auf dem PC haben. Hierfür sprechen tatsächlich auch die Specs, die jetzt gar nicht so krass anfordernd sind, meiner Meinung nach. Zusätzlich dazu gibt es auch noch einen Leak, der davon spricht, dass man das Spiel auch auf mittleren Einstellungen sehr gut mit schwächerer Hardware bei 60 FPS in Full HD zocken kann. Ausschlaggebend ist hier natürlich der FSR-Support, der für viele schwächere Grafikkarten das Spiel spielbar macht. Demnach war die Kooperation zwischen AMD und Bethesda die richtige Entscheidung von Bethesda. So, jetzt klickt dich gerne hier in dieses spannende Video. Ich bin raus, bleibt gesund, bis dann, euer Luis oder Stamemos oder Amemos oder Bemimos. Sucht euch einen Namen aus, der euch einfach gefällt.